Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die Prequest von den Vulpera anschauen und ich will euch noch zeigen, was ihr quasi in Voraussetzungen erfüllt müsst, um quasi die Vulpera spielen zu können. Als allererstes brauchen wir nämlich einen ehrfürchtigen Ruf und zwar bei einer Fraktion, die schimpft sich die Voldunai und natürlich können wir das Ganze nur als Hordler machen. Das hatte ich jetzt am Anfang vergessen zu sagen, aber ich denke mal, das sollte sowieso klar sein, denn wir können die Voldunai nur als Hordler quasi auf ehrfürchtig bringen. Als zweites brauchen wir dann noch ein Achievement und zwar heißt das Geheimnis im Sand und da müsst ihr einfach alle Geschichtsstränge in Voldun abschließen, quasi da, wo auch die Vulpera herkommen. Und sobald wir die beiden Voraussetzungen haben, können wir einmal nach SW. Und zwar bin ich hier unten einmal bei den Koordinaten 37, 81, dürfte der eine oder andere schon kennen, quasi in dieser Botschaft von Orgrimmar. Und da können wir dann hier bei den Pandaren eine Quest annehmen und danach müssten wir quasi die Pre-Quest bekommen für ja, die Vulpira. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Warum wir die nicht von dem Vulpira kriegen, das finde ich ein bisschen komisch, aber okay, ich nehme die jetzt auch von dem Typen hier an, von Feuerpfote. Der ist sogar hier Boss-Level, also ein richtig krasser Typ. Und wir müssen jetzt in die Feste Grommash, und das machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob da Sylvanas noch drin steht. Eigentlich dürfte sie da jetzt nicht mehr drin stehen. Wobei ich auch nicht weiß, was ich. Händler weigert sich, mit den abkommandierten Leuten zu arbeiten. Doch. Suldasar braucht zusätzliche Truppen an der Küste. Die Arbeiten am Außenposten sind zum Erliegen gekommen. Was sollen wir tun? War das, aber es war doch gerade die Stimme von Sylvanas, oder? Irre ich mich. Obwohl, die Quest ist ja nach den ganzen Story-Elementen, also dürfte Sylvanas nicht mehr hier sein eigentlich. Okay, gehen wir das mal hier ab. Oberhäuptling Blutruf, ich bin Kiro und spreche für die Vulpera von Voldun. Wir möchten uns der Horde anschließen. Wir haben lange in den Sanden überlebt, ohne uns Gedanken zu machen, was dahinter liegt. Doch die Horde hat uns gezeigt, dass Leben mehr ist als nur Überleben. Wenn ihr uns aufnehmt, würden wir die Welt an eurer Seite erkunden. Obwohl eure Bitte, uns beizutreten, mich ehrt, muss ich leider ablehnen. Auf die Bedürfnisse unserer jetzigen Verbündeten einzugehen, hat der Horde viel abverlangt. Es wäre nicht weise, euer Volk unter unsere Fittiche zu nehmen. Doch bitte, genießt die Gastfreundschaft Orgrimmars als unsere Gäste. Horde oder nicht, die Vulpera werden hier immer willkommen sein. Ich verstehe. Danke für eure Zeit, Oberhäuptling. Interessant. Bane hat eine andere Philosophie als Sylvanas. Ach, Garrosh ist hier immer noch da. Okay, interessant. Gut, es hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es einfach abgelehnt wird. Es wäre auch ein bisschen kurz gewesen, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, die treten bei, zack, Quest fertig. Und dann gibt es nämlich auch noch einen Mount tatsächlich. Wir gehen dahin, wo die Sande uns führen. Okay, jetzt müssen wir die Kommandanten befragen. Schauen wir mal, was wir hier so alles haben. Bane hat Assistenten zur Hilfe bei der Arkwein-Produktion nach Suramar geschickt. Aber der Umgang mit ihnen gestaltet sich schwierig. Schwierig, okay. Bin ganz Ohr. Die Naga rücken auf die Küsten von Suldasa vor. Wir müssen sie zurückdrängen, bevor die Bedrohung größer wird. Lass mich raten, wir dürfen dann all diesen Typen helfen. Sprecht, unser Schmetterschlagposten war im Bau. Aber die Peons sind plötzlich verschwunden. Sie müssen wieder an die Arbeit. Okay, ich denke mal, wir dürfen jetzt in allen diesen drei Dingern einmal so ein bisschen nachhelfen, dass es wieder läuft. Ja, Schattenhochland. Geht nach Suldasar und tut, was ihr am besten könnt. Die Naga werden sich noch gewaltig wundern. Mira, könntet ihr die Dinge mit dem Weinhändler in Suramar regeln? Wird gemacht, Kiro. Gut, an die Arbeit. Okay, und ich darf das letzte machen. Perfekt, wir teilen uns auf. Ich dachte, ich muss alles drei erledigen. Also müssen wir uns jetzt im Schattenhochland quasi um den Posten kümmern. Ah, da gab es ein Portal hin. Ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit dem hier habe, weil den Char habe ich erst in BFA tatsächlich erstellt. Deswegen könnte es sein, dass ich da nichts gequestet habe und dementsprechend das Portal. Obwohl, ich glaube, mittlerweile kriegt jeder das Portal, ne? Man muss die nicht mehr freischalten. Schauen wir mal, ob die da sind. Ah, sieht gut aus. Wo war es denn hier? Schattenhochland. Perfekt. Ich war jetzt schon ein bisschen panisch, dachte mir so, könnte sein, dass ich da normal hinfliegen muss.
Okay, und wo müssen wir jetzt genau hin? Ah, da hinten hin. Ich war mir jetzt gerade unsicher. Ich habe diese ganzen Pet-Dinger hier drin. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie rausnehmen kann. Ja. Ah, das muss man eingeben. Genau, fehlt. Dann sind die nämlich weg. Ich muss mal dieses Pet-Addon ausmachen. Das ist ganz praktisch, wenn man quasi. Ja. Wo habe ich jetzt hier zwei Quests? Das ist ganz praktisch, wenn man dementsprechend noch so ein paar Feds fangen will und die, ja, das dann ein bisschen so zeigt, welche man noch braucht, und irgendwie buggt das und zeigt im Moment alle an. Das ist ein bisschen blöd. Iron, hey, grüß dich. So, also, ich glaube, da müssen wir hin, oder? Kein Problem, ist zu klein. Was ist denn die andere Quest da oben? Plantuntersuchung. Keine Ahnung, was das für eine Quest ist. Anscheinend habe ich nochmal irgendeine andere Uralt-Quest hier drin. Ah, doch. Habe ich zwei Quests bekommen? Ah. Kaligos muss ich irgendwie helfen. Herz von Azeroth. Ah, da habe ich noch so eine Quest offen, aber die werden wir jetzt nicht machen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Volpira. Weil, ob der jetzt hier die ganzen Herz von Azeroth-Quests fertig hat oder nicht, ist mir relativ wurscht. Schon mal, das Mount wollen wir danach haben. Oder so ein ähnliches, besser gesagt. Auf geht's. Also, Die Peons können nicht weit sein. in die Strawanzen gegangen, diese Peons. Oder sie wurden überfallen. Ich schätze mal, dass hier quasi die Anhänger von N'Zoth dahinter stecken könnten. Diese Zwielichtstypen. Irgendwas müssen wir untersuchen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich hier im Gebäude drin. Ah ja, okay, wir müssen ins Gebäude. Legt eure Werkzeuge nieder und hebt eure Fäuste! Was ist denn das? Jemand aus Orgrimmar? Seid ihr endlich so weit, unsere Forderungen anzuhören? Da gibt's einen Streik. Ja, lustig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss was getan Warum werden? arbeitet ihr nicht? Werkzeug kaputt. Müssen Hände benutzen. Okay, das ist gut Ja. gemacht. Okay. Okay, die Peons werden wie Dreck behandelt. Wisst ihr, Okay, was sagt der Letzte wenn hier? ich Kriegshäuptling bin, werden Peons respektierte Mitglieder der Horde sein. Ach, er will Kriegshäuptling werden. Okay, ist hier voll die politische Veranstaltung. Was wollt ihr? Ja, das ist mal cool gemacht. Ich dachte jetzt einfach, die wurden irgendwie von diesem Zwielichtshammer-Clan da hier einmal gefangen genommen oder Sie irgendwas, haben aber mich. die zetteln da so einen kleinen Aufstand an. Interessant. Okay. Oh, jetzt dürfen wir einen Haufen Zeug machen. Also, ah, okay, ich dachte mir schon, die werkt. Und was müssen wir hier machen? Befördert einige von den Peons. Doch Ah, wir müssen okay. tun, was wir können, um die Peons zu beschwichtigen. Also nur nach guter alter Horde-Manier, wenn jetzt noch im Neta, wo waren das? Obwohl das ist nicht Horde-Manier, das ist eher hier quasi von diesen Netherschwingen-Orks da. Da hat man damals noch diesen Schumerang gehabt und die Peons, die nicht schnell genug gearbeitet haben, die wurden mit dem Schumerang abgeworfen. Also hier versuchen wir nicht einmal mit Gewalt drauf, sondern na, sind da ein bisschen sozialer tatsächlich. Oh, man merkt es, dass der deutlich weniger Gear hat, ne? Also mit dem habe ich aufgehört zu spielen. Boah, wann waren das? Ich meine, Mitte Dazar Allor, ne, als ich die Gilde aufgelöst hatte. Jetzt hat er halt hier noch 424er Gear und das eine Trinket habe ich blöderweise verkauft, ne? Ich wollte mit dem ein bisschen was farmen und hab. Oder nicht, ich hab's nicht verkauft, sondern ich hab's gedisst versehentlich. Weil der ist ja VZ, der Char hier. Und ja. Ein wenig ärgerlich. Dann hatte ich kein Trinket mehr und dann habe ich quasi mir selber noch eins gecraftet, dass ich zumindest irgendwas hab. Ich habe kein Ziel. Weil das Problem ist, Blizzard hat da. Warte mal, 3 von. 3 von 100? Moment. Jetzt. Sag mir nicht, dass ich hier 5 Millionen Wildtiere umklopfen muss. Aber hier gibt es irgendwie so ein Totem. Vielleicht macht das auch irgendwas. Ah! Okay, jetzt ist der ein bisschen größer geworden. Vielleicht droppt er jetzt mehr. Schauen wir mal. Warte mal, ziehen wir vielleicht das Trinket und das Verzaubern einmal raus. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wenig. Wenn ich 100 Dinger looten muss und die eins droppen. Ah, siehst du, man sollte sich die Sachen vielleicht mal ein bisschen genauer angucken, sehe ich gerade. Ich hätte dieses blöde Totem aufstellen sollen, dann haben die zwar mehr Leben und wären größer, aber droppen halt auch deutlich mehr. Okay. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ich dachte mir einfach, okay, ich muss Viecher umklopfen. Gut. Ja gut, das hätte mir auch mal einer vorher sagen können. Ich bin nicht so ein begabter Questtextleser tatsächlich. Wer hätte es gedacht?
Okay. Ja, gut. Also wenn die 20 droppen, ist in Ordnung, ne? Das ist in Ordnung. Aber jetzt habe ich natürlich blöderweise hier schon alle Wildtiere umgehauen, bevor ich das gecheckt habe. Oder zumindest die meisten, die ich zusammen hätte ziehen können. Warte mal, ziehen wir mal die beiden zusammen. Hoffentlich lasert das jetzt beide hoch. Perfekt. Spielen hier auch mit, was spielen wir denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, was der geskillt hat. Hab zu viele Chars. Warum hat denn der Blutraserei geskillt? Ah, ich glaube, das habe ich damals für ein paar Bosse mitgenommen, dass ich ein bisschen defensiver bin. Weil ich habe tatsächlich in Dazar'alor ziemlich auf die Mütze gekriegt, ne? Also bei manchen Bossen. Ah, noch ein bisschen härteres Pflaster. Ich muss, ne, wir haben ja auch eine Weile Jaina gefarmt für das Mount. Und ohne Scheiß, ich habe bei Jaina im Mythic-Modus habe ich mehr Damage bekommen als im Mythic-Modus von diesem Eternal Palace. Also von den meisten Bossen zumindest. Irgendwie, da haben teilweise die Bosse in BOD mehr reingehauen als dann in zwei, oder ja, ein Content später, ne, diesen Titel der Stürme, den kann man ja nicht so wirklich mitzählen als Content. Ach shit, die hätte ich gar nicht mehr beide gebraucht, ne, sehe ich gerade. Ich habe ja jetzt schon 86, ah, egal. Also manchmal ist es ganz komisch, es gibt so richtige Hardhitter-Bosse und Jaina ist tatsächlich einer davon. Und das nächste Lustige ist bei Jaina ja auch noch, dass die Melee-Schaden macht mit ihren Eislanzen, was ich am Anfang auch nicht wusste tatsächlich. Da dachte ich immer so ein bisschen, ja, ist bestimmt Frostschaden, brauche ich keine Active Mitigation gegen. Ja, war ich falsch gelegen, ist tatsächlich Melee-Damage, kann man ja aber auch nicht wissen. So, jetzt muss ich hier noch ein paar Sachen looten und was brauchen wir? Worgenfleisch. Wo kriegen wir denn Worgenfleisch her? Ah, okay. Also wenn ich die jetzt alle groß mache. Oh, shit. Ich hoffe, die droppen jetzt alle auch 20. Ah, perfekt, da schießt einer mit rein. Der auch. Auch 120, okay. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier mit dem Phasing ist. Sind die dann für die Low? Okay, ich krieg schon ordentlich auf die Mütze gerade. Ja, schmeiß mal ein bisschen Dev-CDs rein. Bitte. Nice. Okay, das war jetzt schön. Jetzt brauchen wir noch irgendwelche anderen Sachen. Irgendwelche Häppchen. Glucken. Wo sind hier Glucken? Bitteschön. Gut. Ich glaube, ich baue erstmal das Erz ab und dann werden wir das andere schon auf der Map sehen, oder? Das war jetzt gerade richtig gut, dass da so ein ganzes Rudel rumlief. Einfach einmal, das mag ich eh, Sachen weckerehen. Ja, gut. Die sollen anscheinend, ja, hier in dem Bereich sein. Ich sehe jetzt aber keine Glucken. Das ist so ein kleines Vieh, so ein Erdmännchen. Oder? Was steht da dran? Murmeltier, okay. Oder ein Murmeltier. Bin ich auch kein Tierexperte. Sieht so ein bisschen danach aus. Aber irgendwo sind Glucken nicht so Hühner? Ah, doch, da. Ah, das sind neutrale Viecher. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Ah, ja. Okay. Na ja, gut, die haben relativ wenig Life dann. Auch wenn ich die hochbuff. Bitte drop auch so viel. 40 Stück hat der gedroppt. Obwohl, ich habe wahrscheinlich zwei erwischt. Perfekt. Okay, dann geht das echt. So, dann brauchen wir noch zwei Stück von den Viechern. Aber denn da ist noch eine Glucke und da oben sind auch nochmal zwei Glucken. Okay, das ist ja dann weniger ätzend, als ich das dachte. Das Problem ist, mit dem Druid habe ich kein so ein Makro. Ich habe mit dem anderen mittlerweile ein Makro gemacht, so ein Shapeshift-Makro, mit auch der Fluggestalt drin. Und jetzt muss ich hier die ganze Zeit das Zeug klicken. Jetzt habe ich mir nämlich schon angewohnt, dass ich immer das Makro benutze, tatsächlich. Aber da ich ja viele Chars habe, habe ich das nicht bei allen rausgezogen und bei dem habe ich es auch nicht, weil ich es auf dem zweiten Account liegen habe. Okay, jetzt müssen wir dann noch Peons befördern. Da gehen wir wahrscheinlich einfach rein und sagen, du bist befördert. Okay, das haben wir. Dahin, wo die Sande uns führen. So. Wen sollen wir befördern? Wer sieht so aus? Kommt, der hat eine Lampe auf dem Kopf, der wirkt kompetent. Gut gemacht. Ihr wurdet zum Peon zweiten Grades befördert. Okay, Chef-Peon, Lightning-Peon. Heißt, ich bin jetzt Boss. Okay, er ist Boss. Chef-Peon. Mega stolz, okay. So, wen machen wir zum allerobersten? Den mit der coolsten Frisur, der hier. Leitender Peon. Ich jetzt wichtig. Und was mit ihm her? Aber er ist Vorarbeiter, ne? Was wollt ihr? Hätte man nicht ihn weiter hochbefördern müssen? Ja gut, egal.
Den haben wir jetzt einfach mal übergangen. Der hatte hier die ganze Revolte angezettelt. Der Sand. Ich gehe mit Schmetterschlag zurück und bringe Bewegung in die Sache. Okay, den müssen wir jetzt irgendwie einladen. Habt ihr was zu sagen? Ein Fest? Okay. Die Horde hört uns endlich zu. Was wollt ihr? Party in Schmetterschlag. Auf geht's. Party in Schmetterschlag. Aber es ist interessant, ne? Das ist so das erste Mal, wo du wirklich, wo du hier quasi dich um diese kleinen Peons kümmern musst. Sonst müsste meistens immer die Peons tatsächlich vermöbeln, dass sie arbeiten. Und hier musst du tatsächlich denen mal gut zureden, ne? Mal ein anderes Konzept. So, okay, deswegen haben wir das Fleisch gesammelt, dass es eine große Party gibt. Für was ich die Erze gebraucht habe, weiß ich jetzt tatsächlich. Ach doch, wir wollten ja die Waffen reparieren, ne? Wahrscheinlich haben wir sie dafür gebraucht. Hier soll ich anscheinend eine Quest abgeben. Ah, hier hinten ist sie, okay. Wollt ihr handeln? Stärke als auch Ehre. Okay, jetzt muss man ihn doch angreifen. Ja, warum muss ich jetzt gegen ihn kämpfen hier? Wir haben eben ein Fest ausgerichtet und jetzt geht's auf einmal los. Seit wann ich das PvP-Mount hab? Du meinst das PvP-Mount von der Arena, ne? Wo du den Balken auf 100% bringen musst. Seit letzter Woche oder so. Ich habe noch ein bisschen Arena gemacht. Das waren ja nicht mehr viel Prozent. Mir haben ja jetzt nur 18% am Ende gefehlt. Ich habe ja die ganze Zeit schon ein bisschen Arena gemacht gehabt. Warte, ich kann zeigen. Ich habe irgendwie auch einen Bug, ne? Also ich habe mit dem Main-Arena gemacht, nicht mit dem hier. Hey, warum wird mir denn jetzt hier 18% angezeigt? Mit dem anderen Char wurde mir irgendwie 70 nochmal angezeigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Sprecht. Der Sand verschluckt die Verschleppung. Was müssen wir jetzt machen? Achso, das ist die falsche Quest hier. Achso, jetzt müssen wir nach Ogrimmar zurück. Ja gut, nehmen wir einen Portstein, würde ich mal sagen. Hier sind wir fertig. So, ich habe doch mit Gerke immer ein bisschen PvP gespielt. Hier wird jetzt 18% angezeigt, ne? Ich kann euch mal kurz meinen zweiten Account, also meinen ersten Account eigentlich zeigen. Und hier wird mir 77% zum nächsten Sattel angezeigt. Da ist irgendwas bisschen buggy. Eigentlich sind die Prozente immer gleich bei beiden, weil es ja ein Battle.net-Account ist, aber irgendwas ist da im Moment kaputt. Irgendwas ist da im Moment echt kaputt. Egal. Auf jeden Fall habe ich meinen Mount gekriegt, relativ schnell. Ich habe die Vermutung, dass es jetzt immer doppelt gezählt hat, wegen den zwei Accounts, aber ihr habt gesehen, also normalerweise jetzt über die ganzen Seasons ist ja dieser Balken, den du hier unten hast, ne, ist ja quasi, ja, komplett accountweit, auch Battle.net accountweit. Weiß ich nicht, warum das jetzt unterschiedliche Prozente sind bei den verschiedenen Chars, macht keinen Sinn tatsächlich, aber mir ist egal. Peons arbeiten wieder, Oberhäuptling. Ich bin erfreut, dass die Horde solche Dinge ernst nimmt. Das tun wir, Kommandant. Aber diese glückliche Wendung ist nicht mein Verdienst. Die Tauren sind ein stolzes Volk. Ja, jetzt müssen wir doch noch die anderen Sachen machen, oder was? Wir handeln. Wir gehen dahin, wo die Sande uns führen. Ich hab's vermutet. Okay, in Zuldazar. Jetzt habe ich mir wirklich gedacht, dass die NPCs auch einmal, ne, dass die auch einmal quasi was drauf haben und quasi ich ein Problem löse und die anderen zwei Dudes auch ein Problem lösen, aber Pustekuchen, die hat man da hingeschickt und sie sind useless. Halt, jetzt wäre ich fast ins falsche Portal gegangen. Wo müssen wir hin? Wir müssen einmal hier rang und in Zuldazar noch ein bisschen, ne, für Ordnung sorgen. Was war da? Ich glaube, Naga haben angegriffen. Die sollten wir noch ein bisschen zurückdrängen. Sodala, jetzt haben wir hier wieder das ganze Zeug. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ach nee, das ist die falsche Quest, die nehmen wir jetzt mal raus. Hier, da runter müssen wir fliegen, okay. Aber das ist doch eh ein Nagerstützpunkt. Weißt du, die armen Nager, die wollen doch auch nur in Frieden leben. Jetzt müssen sie umboxen hier. Oder obwohl, nee, das war glaube ich ein Stützpunkt der Tortolaner und die Nager haben angegriffen. So rum war es, ne? Naja. Schauen wir mal. Ich habe jetzt halt gedacht, ne, dass wir dann fertig sind, dass ich meinen Mount einstreichen kann. Weil das ist tatsächlich, das Mount, was man da bekommt, wird ja hier in der Mount-Liste nicht angezeigt. Ne? Also das ist nochmal ein zusätzliches. Hatte ich auch so ein bisschen vergessen, weil ich letztens mal geguckt habe,
wie hoch ich in der Wordrang-Liste von den Mounts bin. Ich war letztens auf, also ich war auf Platz 1 Wordrang-Liste und habe mir den Platz aber mit einem geteilt, ne? Und also Platz 1, wer hatte halt gleich viele Mounts wie ich. Und jetzt habe ich das mit dem Volpera-Prequest ein bisschen rausgeschoben und jetzt bin ich wieder auf Platz 3 oder so, weil zwei andere übelst angezogen haben mit den Mounts. Ich hätte das ein bisschen früher machen sollen, dann wäre ich mal wirklich als Einziger auf Platz 1 gewesen für wahrscheinlich ein paar Stunden. Aber naja, so ist das jetzt. So ist das jetzt. Das müssen wir so wieder angreifen und hier gucken, dass wir noch einen Mount Making. Ah, schau, ich habe hier die Quest nicht gemacht. Hier ist anscheinend auch noch was offen. Ja, das ist so. Da, das Problem ist. Ah, schau mal, da haben wir den. Ich habe mir das angeguckt. Die einen haben leider ein paar Mounts, die wir nicht mehr kriegen können, mehr als ich. Also wahrscheinlich werde ich die nicht überholen können. Aber so ist das. Schild der Anführerin. Ich schätze mal, das ist das Ding hier. Ich schätze mal, wir müssen die Kugeln anklicken. Ja, Magic Rooster Egg fehlt noch. Der Zeppelin fehlt noch. Und dann halt die drei Mounts, die ihr da in-game gesehen habt. Aber da muss ich bei manchen halt auch noch warten, ne? Unter anderem zwecks Visions, bis ich die 100.000 Marken habe und sowas. Also, ja. Gut, den Schild haben wir aufgehoben. Was brauchen wir noch? Wir müssen Waffen sammeln. Ich schätze mal, jetzt habe ich natürlich hier kein Inker geskillt. Mal schauen, was der aushält. Ah, okay, da hätte man nicht reinlaufen dürfen. Interessant. Das betäubt einen. Schauen wir mal. Was müssen wir noch machen? Sprengsätze platzieren. Nehmen wir einfach mal die Wall. Okay, aber ich kriege jetzt hier nicht sonderlich viel Schaden. Die Mobs scalen ja auch so ein bisschen mit deinem Gear, ne? Also. Welcher Zeppelin? Warte, ich kann das gleich mal zeigen. Oh, Waffen sind wir fertig. Schau, ich liebe so. Einfach ein Big Pull, fertig. Jetzt tun wir da noch ein paar Sachen platzieren. Ah, da braucht man hier an den Dingern. Das ist dieses Werbt ein Freund-System. Und zwar. Hier, da kriegst du einen Zeppelin-Mount. Also der nächste Monat, falls noch jemand, ne, falls noch jemand einen neuen Account hat und sich werben lassen will, ich bin euer Mann, ich werbe euch gerne. Um so einen Zeppelin-Mount zu kriegen. Genau. Also ich bin jetzt wirklich eins vom Zeppelin-Mount. Und das ist halt auch nochmal eins. Das ist aber auch nicht in der Mount-Liste drin. Die haben so ein paar Mounts sind halt nicht drin, die du quasi nicht so erspielen kannst. Was ich ganz gut finde, ne? Also die Mounts, die sich nicht jeder erspielen kann, die sollen auch nicht in der Liste drin sein. Wobei Blizzard da tatsächlich auch so ein bisschen. Achso, ich muss die Sprengladung auch zünden. Wie muss ich jetzt einfach auf den Button klicken? Ah, okay. Ja, gut. Blizzard da auch ein bisschen inkonsequent ist, weil sie zum Beispiel von den TCG-Mounts, also diesen Kartenspiel-Mounts, sind ein paar in der Liste drin und ein paar sind nicht in der Liste drin. Okay, wo ist jetzt der Questgeber? Ach, okay, Heute doch, ist da ein ist er. guter Tag zum Kämpfen. Das ist Ausrufezeichen wegen seinem Holzstecken nicht gescheit gesehen. Also, naja. Zum Beispiel so Magic Rooster Egg ist nicht Die drin. Hole diese schleimige Meereshexe und beenden die Invasion. Wir haben ja. Nee, also nur derjenige, der jemanden wirbt, kriegt quasi diese Belohnungen. Weißt Kann ich da stehen bleiben? Wahrscheinlich schon, oder? Komm, die Laser mal. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Der macht überhaupt nichts. Naja. Achso, sie hat ihn umgehauen. Okay, passt. Ist ein guter Tag zum Kämpfen, wie jeder Ach Tag. so, du gibst deine Reflink, ja. Da poste ich eher erstmal meinen rein. Ach so, das war's. Okay, dann sind wir damit auch fertig. Jetzt mich überlegen, ob ich meinen Ruhestand raushau. Ach komm, ich bin eh Druid, ich kann mich eh alle reporten. Okay, das ging jetzt hier relativ schnell tatsächlich. Das ging ja voll klar. Warte, ich. Also mein Link gebe ich auch gerne rein, wenn das jemand machen will. So, und dann muss ich wahrscheinlich jetzt auch noch in die letzte Stelle. Ach so, warte mal, halt, ich wollte jetzt gerade schon wieder bei der Allianz reinfliegen, aber wir haben ja gelernt, als Hortler müssen wir hier rein. Also ich habe es lang falsch gemacht. Auch teilweise als Allianzler hier reingeflogen, wenn ich lang Horde wieder gespielt habe. Aber mittlerweile, ne, hier, man ist lernfähig.
Das ist so diese Geschichte mit der Herdplatte. Und wenn man immer wieder hier reinfliegt und den Standard kassiert und rausgeportet wird, irgendwann lernt man tatsächlich. Selbiges ist dann auch immer, wenn ich mit dem Hordenschar gespielt habe und irgendwelche Allianzbasen reingeflogen bin und ich dachte, ah, ich hole mir schnell einen Postkasten oder irgendwas und dann elendig krepiert bin. Halt, warte mal, ich wollte hier rein. Ja, das ist dann auch immer so die Situation. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier, was war Surama, muss ich noch, ne? Danke, dass ihr hier kurzen Prozess gemacht habt. Zum Glück haben die Sandalari so verlässliche Verbündete. Das war nicht mein Verdienst, Sonji. Aber ich bin dankbar, dass die Bedrohung beseitigt wurde. Was habt ihr dabei? Der Sand verschluckt die Verschwenderischen. Okay, jetzt müssen wir einmal nach Surama. Aber hier können wir auch das Portal nehmen, ne? Also da muss ich jetzt nicht nochmal über zwei Ecken. Aber ich schätze, das müsste es dann gewesen sein, oder? Dann haben wir allen drei geholfen und ich vermute mal, Bane sieht dann ein, ja, okay, die Volpera, die sind so toll. Die haben jedem geholfen. Achso, warte mal, da sind wir ja nicht in Dalaran direkt, sondern wir sind jetzt in Asuna. Es gibt ja kein Dalaran-Portal mehr. Ich weiß nicht, wer sich. Gut. Fliege ich da schnell rüber? Naja, komm, scheiß drauf. Fliegen wir schnell rüber. Also, ich hätte mich jetzt auch nach Dings porten können, ne? Also, ich hätte mich jetzt quasi auch hier den Druid porten können, dann Dalaran und dann runterfliegen. Aber ob ich jetzt von hier runterfliege oder von hier, nimmt sich jetzt tatsächlich nicht so viel, denke ich mal. Fliegen wir einfach kurz rüber. Hier müssen wir hin. Ach, kennt ihr hier noch diese Quests? Ständig dieses Zeug sammeln. Ach, war das schön. Also, wenn ich jetzt so vergleiche, wie viele World Quests ich in Legion gemacht habe, zum Vergleich, wie viele World Quests ich jetzt in BFA gemacht habe, dann habe ich in Legion wesentlich mehr World Quests gemacht. Irgendwie BFA habe ich nur so das Nötigste an World Quests gemacht, das man so machen muss. Im Moment mache ich eigentlich gar keine World Quests. Obwohl, stimmt nicht. Eine mache ich immer, ist die Pet Battle World Quests in den neuen Zonen. Einfach um, ja, einfach um da noch ein bisschen extra Ruf für die Rajani bzw. die andere Fraktion zu kriegen, ne? Bin ja da noch dabei, so ein bisschen die Paragon-Kisten zu spielen. Da können ja auch die Pets drin sein, die ich noch haben will. Oder halt auch die Rang-3-Essenzen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall immer noch so ein bisschen dran. Aber sonst, die anderen World-Quests, da mache ich gar nichts. Weil klar, man könnte jetzt noch ein bisschen Dinge hochfarmen, ne? Hier Expulsum. Nicht Expulsum, Azerith so rum. Um dann nochmal den Hals ein bisschen höher zu kriegen. Im Moment bin ich auf, was haben wir denn? Knapp, glaube ich, 84. Aber naja, ob das so viel mehr bringt, naja. Das kriegst du halt über die Zeit sowieso hoch, ne? Über andere Aktivitäten. Bei den ganzen Dailies und anderen Sachen in den zwei neuen Gebieten kriegst du eh relativ viel. Im Moment kriege ich fast immer ein Level pro Woche hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo gecapped ist oder ob das endlos ist, aber ja, das hart zu farmen, weiß ich nicht. Da bringt der Hals nicht genug. So, jetzt sind wir dann gleich da. Geht nach Surama und nehmt den Unterdrückern der Nachtgeborenen welche ab. Ich muss sagen, hier Surama, ne? Echt eine der hübschesten Städte überhaupt, wenn nicht sogar die hübscheste. Den Sanden sei Dank, dass ihr hier seid. Irgendwie stimmt hier alles nicht. Wie sind der eigentlich hergekommen, dieser Vulpira? Naja, wir hinterfragen das mal nicht, vor allem wie er mit seiner kompletten Kutsche hier angetudelt ist. Ach so, warte mal, das. Sprecht mit dem Boss. Wie geht's euch? Was geht ab? Okay. Was wollt ihr? Okay. Ach so, wir müssen jetzt einfach mit den Leuten sprechen, okay. Ich habe gerade erst ein paar neue Hier sind Pandare. Was haben wir da hinten noch? Sind die Mobs eigentlich 120? Ja, okay, die sind halt auch gescaled. Wunderbar, so muss das sein. Hätten ja auch mal Low-Mobs sein können, aber nein. Gut, und was müssen wir jetzt als nächstes machen? Achso, Quest abgeben. Mit allen einmal gequatscht. Jetzt darf man wahrscheinlich allen einmal helfen, schätze ich mal. Unser Schicksal erwartet uns. Dolly mag euch. Das kann ich sehen. Legen wir los. Hallo. Okay, dann legen wir mal los. Das Problem ist, habe ich hier auch noch die World Quest offen. Dass ich nicht so richtig sehe, was ich alles machen muss. Weil das ist, glaube ich, die World Quest, ne? Mit den Sachen sammeln, die man von damals kennen. Was erzählt man sich auf der Straße?
nichts gegen positive Bestärkung, aber... Okay. Okay. Hier die Faust aufs Auge. Goblins können immer alles besorgen. Ach so, den musst du Aufgaben... meint ihr wirklich? Zerstampfen, okay. Ach so, du musst halt jedem die richtige Aufgabe zuordnen, okay. Jetzt verstehe ich. Gute Idee. Numi ist berühmt für seine kulinarischen Kreationen. Okay. Den Weinhändler von unseren Änderungen. Machen wir das mal. Was sagt der Weinhändler dazu? Ashtoras de Nil. Gut. Ich kann euch helfen. Ihr kommt doch zurück, oder? Schauen wir mal, ob ich zurückgehe. Erstmal hier Zigaretten kaufen gehen, ne? Mal schauen, ob wir den kleinen Vulpera wieder abholen aus dem Kinderparadies. Ach, ich hab's mir gedacht, dass wir die Zusaten selber sammeln dürfen. So, müssen wir die Mobs umklopfen, oder? Das hat bestimmt irgendeinen Grund. Ja. Ja, okay. Wir müssen die Mobs umklopfen. Wir hätten uns ja denken können. So, wie viel brauchen wir denn eigentlich? So, warte mal, ziehen wir die da hinten mal rein? Und cleaven da mal mit drauf bei ihm. Brauche ich die kleinen, die? Nee, die brauche ich nicht. Also ich brauche hier Seide brauchen wir. Wir müssen bestimmt nur woanders hin, oder? Nö. Sieht gut aus. Okay, das haben wir schon mal fertig. Was geht? Ach, muss ich jetzt das bei ihr kaufen? Gibt die mir das nicht kostenlos? Oi, nee, die hat jetzt aber nichts. Ach doch, das sind diese Blüten hier. Das ist aber eine ganz schöne Abzocke, ne? Ein Gold irgendwas. Ganz schöne Abzocke an der Stelle. Bereichern sie sich wieder hier, weil ich die Vulpera freischalten will. Gut, oh, da gibt's sogar ein Toy. Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Toy gibt. Ja, nice. Achso, und er stampft jetzt hier so ein bisschen rein, oder was? Nehmt eine Probe. Machen wir das mal. Gut. Die müssen wir zurück zum Weinhändler bringen, oder? Eine Probe. Ashtoras de Nil. Schauen wir mal, ob die was taugt. Schöne Farbe. Und was für Tränen. Welch würziges Bouquet. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Okay, wunderbar. So, hier haben wir erstmal noch ein Toy. Das kannte ich tatsächlich nicht, ne? Dieses Toy. Sehr schön, haben wir wieder eins mehr. Und dann können wir einmal zurückgehen in die Hauptstadt. Heupost haben wir auch noch. So, Ruhestein wieder angeschmissen. Müssen wir nachher auch mal schauen, was das genau für ein Toy ist. Das war auch nicht in der Toybox ersichtlich, glaube ich. Also das ist auch wieder ein Hidden Toy. Es gibt nämlich einige so Hidden Toys, die werden quasi nicht angezeigt. Und ja, die muss man quasi selber raussuchen. Ich glaube, auf WoWhead gibt es auch eine Liste, wo man quasi so ein bisschen das nachgucken kann. Aber finde ich immer ein bisschen blöd, dass sie da manche Hidden machen. Zum Beispiel auch die Inji-Toys sind alle Hidden, warum auch immer. Ne? Das ist einfach ganz normal von dem Beruf. Aber ich glaube, sie machen alle Toys Hidden, die nicht jeder wirklich erfarmen kann. Seit wann laufen denn hier so Daten von Silbermond rum? Okay, sehe ich jetzt gerade das erste Mal. Interessant. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt dann gleich unser Mount und sind hier einmal fertig. Ich will nämlich gleich noch meinen Vulpera dann zum Leveln anfangen, ne? Wir kämpfen, wenn wir es müssen, für Azeroth. Ah, okay. Ich muss mich entschuldigen, euch so hastig abgewiesen zu haben. Die Horde besteht fort, weil wir in schweren Zeiten zusammenhalten. Obwohl ihr abgewiesen wurdet, seid ihr uns selbstlos zu Hilfe gekommen. Genau wie in Vol'dun. Das ist der wahre Geist der Horde. Wenn ihr uns immer noch beitreten möchtet, werdet ihr uns höchst willkommen. Es wäre uns eine Ehre, Oberhäuptling. Dann ist es beschlossen.
Von heute an sind die Vulpera von Voldun Verbündete der Horde. Also wenn ich jetzt er wäre, würde ich sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr, ich gehe zur Allianz, ihr könnt mich mal. Bin zu cool für den Laden. Aber ich will ja meinen Mount haben, deswegen, ne? Sagen wir mal nix. Fragen wir lieber mal nach, ob man hier Alpakas isst. Gut, wir haben unser Mount einmal eingeheimst. Das werden wir jetzt noch lernen. Dann schauen wir das Toy auch noch an. Und dann sind wir tatsächlich soweit durch. Das zurück, okay, nee, nee. So, dann haben wir hier einmal die Karawanenhygiene. Die werden wir uns einmal angucken. Und wie heißt das Toy? Wo haben wir es denn? Irgendwas? Nomis. Ah, hier. Nimmt einen Schluck von Nomis Jahrgang. Achso, dann können wir hier einmal was mit Feuer machen. Warte mal. Ah, ich befinde uns in der falschen Zone. Ach, das geht nur in Zandala. Okay. Ja gut, dann müssen wir nach uns noch woanders hinbegeben. Dann schauen wir uns erstmal hier das Karawanending an. Da haben wir die Karawanenhygiene. Die kannst du mit jedem Char reiten. Sieht wahrscheinlich bei einem größeren Char ein bisschen affig aus. Schätze ich jetzt mal. Obwohl, geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Die haben das sogar gefixt, dass der Ding hier nicht mehr so komisch rumwackelt. Auf dem PTR hat nämlich hier dieses Hütchen da noch so komisch gewackelt. Ja gut, jetzt mit dem Troll, der ist schon ein bisschen größer, sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich schätze mal, dass es mit dem Tauren noch ein bisschen blöder aussehen kann. Gut, okay. Dann würde ich sagen, porten, oder wir können uns hier da hinten einmal rüber porten. Und dann schauen wir uns noch an, was das Toy macht. Und dann sind wir soweit tatsächlich hier auch mit der Quest durch. So, einmal hier noch nach Dazar Alor. Okay, dann gucken wir uns das Toy an hier. Ach, das schleudert uns nach oben. Habt ihr gesehen? Wir wurden so nach oben geschleudert. Ah, okay, cool. Das ist gar nicht so schlecht. Kann man vielleicht wirklich in der einen oder anderen Situation brauchen. Gut, jetzt wo man hier fliegen kann, ist es natürlich irrelevant. Aber davor wäre es ganz cool gewesen. Oder vielleicht für Leute, die noch nicht fliegen können, ne? Die sich dann mal vielleicht über den Berg schleudern können damit. Ja, kann auf jeden Fall was haben. Gut, das war's mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.